Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4. Wir haben ja letztes Mal hier diesen wunderschönen Propagandaturm eingenommen. Und genau, ich wollte nachgucken, an welches Spiel mich Far Cry 4 erinnert. Und abgesehen von der atemberaubenden Umgebung, wow, guckt euch das mal wieder mal an, habe ich noch geguckt, es ist Just Cause 2. Also wären zwar ein bisschen älteres, aber trotzdem immer noch absolut geiles Open-World-Shooter-Spiel sucht. Ich kann es nur empfehlen, ich kann es jedem ans Herz legen, Just Cause 2. Schon dann alleine wegen den Bewegungen, weil man hat da so einen tollen Grappling-Hook, mit dem man sich echt super bewegen kann, und einen Fallschirm, an dem man irgendwie noch so Düsen ranbauen kann, und macht echt Spaß, da rumzuheizen. Und ich habe mir überlegt, im Endeffekt müssen wir ja sowieso irgendwann mal hier das ganze Crafting-Zeug machen. Und dafür müssen wir Tiere töten. Und wir haben jetzt hier in der Nähe echt mal ein paar Tiere. Was bist du? So ein paar Supplies, die können wir vielleicht mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, suchen wir jetzt mal einen Weg nach unten. Und ich setze mir jetzt schon mal einen Wegpunkt zu diesen Malayan-Tapiren. Genau. Und das ist in dieser Richtung. Oh Gott. Wie komme ich da runter? Ich könnte hier wahrscheinlich irgendwie rangrappeln. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Und jetzt muss ich nur ganz kurz noch hier einmal den da machen, genau, damit die Folge nicht zu lang wird. Genau, durch den Master Silver ist. So, hier können wir weg. In die Richtung müssen wir. Ah, gehen wir hier runter. Genau, Just Cause 2. Ein Spiel, das ich nur empfehlen kann. Open-World-Spiele grundsätzlich finde ich klasse. Ich habe jetzt auch angefangen, Assassin's Creed zu spielen, das ja auch einigermaßen Open-World ist. Hab mir jetzt tatsächlich auch überlegt, ob ich nicht irgendwann mal Far Cry nachholen sollte. Far Cry 3. Weil, ja, ich weiß nicht. Es... Vom Grafischen her sieht es gar nicht schlecht aus. Was seid ihr? Ihr seid Freunde. Okay. Vom Grafischen her ist es eigentlich echt in Ordnung. Und wenn es auch nur halb so gut gemacht und witzig ist. To craft syringes. Ah, okay. Mit den Pflanzen kriege ich also diese Heildinger. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal die Golden Path Supplies. Zumindest solange ich die Tiere nicht sehe. Ah, was bist denn du? Kriege ich von euch auch irgendwas? Kann ich dich ausnehmen? Feathers. Brauche ich Federn für irgendwas? Ich töte euch einfach mal, wenn es okay ist für euch. Ja, scheint keine Einwände zu haben. Eingepackt. Federn braucht man sicher auch für irgendwas. So, dann holen wir mal Vorräte für den goldenen Pfad. Ach so. Supplies, Pickup Sites. Okay, das können wir machen. Hello? Vin, is that you? There's nobody here by that name. Damn it. He's overdue. Who is this? AJ Gale. And who is this? Ajay Gale? One moment. Ajay. Right, I know who you are. I'm Gopal, with the Golden Path. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. Oh, Hunde? Brauch ich euch auch? Bleibt mal hier. Oh, das war nicht der Plan. Nee. Muss ich jetzt echt anfangen? Okay. Dann erschieße ich euch eben. Was habt ihr denn für mich? Habt ihr irgendwas für mich? Da war noch einer. Pisst euch mal. Was gibt ihr denn Schönes? Dole Skin. Ja, heute brauchen wir immer
Die nehmen wir mit. Oh, jawohl. Da haben wir schon wieder irgendwas. Die brauchen wir also tatsächlich für Baitbag. Oh ja. Sehr schön. Ich glaube, dass diese Köder echt wichtig sein könnten, wenn man irgendwie später mal so größere Lager übernimmt. Glaube ich, kommen die echt. Glaube ich, werden die praktisch. Come in handy. Da ist ein X auf der Karte. Das werde ich mir dann vielleicht auch noch angucken. Oh, wie hoch muss ich denn da? Vielleicht komme ich da irgendwie hoch. Kann ich da. Ah ja, da komme ich hoch. Ah, hier haben wir auch schon wieder. Ah, ihr seid die Tierchen, oder? Jawohl. Ihr seid aber auch nicht aggressiv. Das finde ich schön. Zwar eigentlich ein ganz tierlieber Mensch, aber solange ich mir aus eurem Stuff Sachen herstellen kann und ihr Bait gebt, Pliers, hier dieses Ding, mit dem man Haare auszupft. Wieso komme ich nicht aufs deutsche Wort? Ach, egal. Dich nehme ich auch noch mit. Jawohl. Eingepackt. Nee, bleib hier. Danke. Sehr schön. Da haben wir auch noch irgendwo eine Kiste. Vielleicht da. Ah, da. Loot bag almost full. Das finde ich jetzt nicht so toll. Was bist du? Ah, okay. Great. One more to go. Good luck. Das nehmen wir mit. Healing Syringe autocrafted. Okay. Ah, zweimal grüne Blätter, um eine Spritze zu craften. Ah, okay. Da gab es ja den Skill, dass man von einem Ding zwei kriegt. Ich glaube, den werde ich mir dann auch bald holen. Weil dann brauche ich nur noch eine Pflanze für eine Spritze. Und das, glaube ich, ist nicht verkehrt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nach oben muss. Aber ja, das sieht gut aus. Das machen wir. Da nach vorne muss ich. Was haben wir hier für ein Lager? Hat's hier böse? Sieht nicht so aus. Okay. Kiste. Wo bist du da drin? Jawoll. Birth Control. Lootbag almost full. Das kann man wahrscheinlich auch wieder upgraden mit Häuten. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Das sollte man dann, denke ich, zeitnah machen. Bleib mal da, ich will deine Federn. Und dann können wir mehr mitnehmen. Mehr mitnehmen ist schon immer toll gewesen. Oh. Ihr sollt eigentlich hier bleiben, weil ich euch haben will. Eure Häute und so. Jawohl, ja. Wenn ich denn mit euren Häuten was anfangen kann, könnt man vorstellen, dass es genug verschiedene Tiere gibt, damit man jedes Tier nur einmal braucht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also beziehungsweise jede Tierart nur für eine Art von Gegenstand braucht. Bist du wieder derselbe, oder? Nee, du bist ein. Das war was anderes. Du bist ein Wolf, oder? Oh nee. Na
Okay. Ich muss. Hier mal ein Poster. Ich weiß gerade nicht, wo der zweite Supply Drop ist. Müsste eigentlich direkt hier irgendwo sein. Was sagst du? My house of prayer. Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called a house of prayer for all people. My doors are always open and all of the Lord's children are welcome to visit me at the Golden Path Training Camp. Longinus. Okay. Kann ich da rein? Ach super, ich kann jetzt nur noch das Geld nehmen. Irgendwie müsste. Ich bin doch hier richtig, oder? Ja. Ich verstehe es gerade nicht. Das ist alles voll. Ich verstehe gerade tatsächlich nicht. Ich meine, im Prinzip stehe ich direkt drauf, oder? Sehe ich das falsch? Schau mal, kann ich da irgendwo? Nee, vielleicht hinterm Haus? Ah ja. Da haben wir ihn. Alright, I got them all. That's fantastic. Please, hurry and deliver them to this location. Thank you. 130 Meter und unter mir. LOL. Das ist jetzt. Ach, okay. Eine Minute. Soll wohl zu machen sein. Keine Ahnung, wer ihr seid. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht drum kümmern. Boah. Ja, man sieht, ich bin ein ziemlich guter Autofahrer. Ah, man ist. Höhle. Dann gucken wir doch mal. Hallo. Here with your supplies. Thank you, Ajay. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. I can't come in. We are preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. Okay. We can't let anyone inside. Okay. Cool. Golden Path Supplies. Wo wir jetzt auf jeden Fall hin müssen, ist irgendwo, wo wir verkaufen können. Das wäre jetzt echt wichtig. Sind wir denn hergekommen? Also da ist so ein Turm. Im Endeffekt müssen wir. Ah, okay. Schnellreise. Das machen wir. Ich muss verkaufen, sonst kann ich nichts mehr looten. Und wenn ich nichts looten kann, dann ist es echt doof. Und ich muss gucken, was für Tiere ich für die Lootbag brauche, weil das machen wir dann als nächstes. So sieht das nämlich aus. Jawohl. Jawohl. Hier hatten wir doch schon die Mark 4, aber egal. Weg damit. 36.000 Kyrati. Die nehmen wir. Und dann können wir jetzt nämlich wieder so richtig, richtig. Ich habe immer noch keinen. Noch keinen zweiten Slot. Lootbag. Samba Skin. Okay, dann müssen wir uns Sambas auf der Map suchen. Aber jetzt gucken wir doch erstmal, ob wir hier, was wir hier noch machen können. Ja, das mache ich. Das will ich. Und dann schauen wir mal. Was sind denn Sambas? Wie wird denn. Ah, okay. Wie wird wohl ein Samba aussehen? Hat sich erledigt. Haben wir. Passt. Da denke ich, machen wir uns gleich mal auf den Weg. Moment. Ah, okay. Da unten. Da machen wir uns auf den Weg, weil mit so einer kleinen Lootbag kommen wir nicht weit. Das ist ein Ding, nee. Das gibt gar nicht. Es gibt in Spielen kaum Dinge, die ich mehr hasse, als wenn ich irgendwas finde und ich kann es nicht mitnehmen, weil meine Taschen voll sind. Muss ich da echt grappeln? Komm.
Machen wir so. Okay, grappeln wäre eine super Idee gewesen. Ich verstehe. Mist. Na gut. Aber hier. Hier wird schon wieder geschossen. Kann ich irgendwem helfen? Hallo? Ich helfe gerne. Da geht's ab. Und da ist ein Karma-Ereignis. Würde ich sagen. Warum habe ich eigentlich nicht auf die AK gewechselt? Kann mir das noch einer sagen? Aber ihr habt ja AKs für mich. Und ich bin das erste Mal gestorben. Oh mein Gott. Okay. Bin ich jetzt wenigstens auch mal gestorben. Mist. Dritte Folge und tot. Das hätte länger dauern können. Das hätte echt länger dauern können. Ja, na gut. Einmal muss jeder gehen. Wow. Ist das jetzt gespeichert? Das sieht gespeichert aus, ja. Aber weißt du was? Customize. Ich müsste ja hier irgendwo die AK haben. Beziehungsweise, es hieß ja die Scorpion. Das denke ich, wenn ich mich nicht irre, ist nämlich auch eine automatische. Moment, da war noch ein Customize. Paint, okay, das ist, okay, da haben wir keine Attachments. Fire Rate, ja, das sieht sehr, sehr automatisch aus. Gefällt mir, nehme ich. Bevor wir jetzt die AK nehmen, die ich eh schon kenne, würde ich sagen, nehmen wir doch eine Waffe, die ich noch nicht kenne. 80 Schuss hat auch mehr Schuss, als die AK hatte. Gefällt mir. Jetzt ist die Frage, ist denn dieses Ereignis wieder da? Das... Da bin ich jetzt gespannt. Also sehen wir jetzt gleich mal, wie dynamisch die Welt ist. Ob denn so Sachen vorgefertigt sind oder ob das wirklich zufällig passiert. Okay. Gut, das ist jetzt noch nicht eindeutig, dass das vorgefertigt ist, aber zumindest schon mal ein Hinweis. Jawohl, die gefällt mir. Ey, nicht meine Freunde töten. Jawohl, Karma Event complete. Sehr schön. Hattest du gar nichts dabei? Ah, ganz verheiratet Token. Opium Ball. Nehmen wir. Hey. Ach. Celebratory Gunfire. Immer was Tolles. So, wo sind jetzt diese Tierchen? Wie sahen die nochmal aus? Hirsche. Okay. Wo hat's hier Hirsche? Ich brauche Hirsche, ich brauche Hirsche. Das Gelbe sind Pflanzen, ne? Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass die aufgeschockt wurden von den Schüssen. Wäre vorstellbar. Weiß auch nicht, wie dieses Spiel solche Dinge handhabt. Aber irgendwo. Achso. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie groß das Gebiet ist, in dem die Dinge vorkommen. Ha, da haben wir welche. Ich habe euch gesehen. Es wäre natürlich klasse, wenn ich an euch rankommen würde. Wo sind die jetzt hin? Da. Aber ich glaube, ihr seid zu schnell für mich, oder? Dann würde ich doppelte Häute kriegen. Jetzt sollte ich doch mal auf den Bogen wechseln. Beziehungsweise, ich bräuchte einen zweiten Slot einfach. Hallo? Okay. Der hat mir schon mal Arbeit abgenommen. Das finde ich klasse. Komm mal her.
einmal Sambaskin, perfekt. Und da unten war noch einer. Wo ist der jetzt wieder hin? Da. Oh, da sind noch mehr, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Die nehmen wir mit. Soweit ich das vorhin richtig gesehen habe, wenn ich jetzt zu viele heute habe, zu viele in Anführungszeichen. Nee, ihr seid die ohne Hörner. Nee. Seid ihr jetzt aggro? Nee. Nicht. Oh. Jetzt läuft er davon. Ich glaube, der fand das jetzt nicht so klasse. Hey! Okay. Der fand das wirklich eine klasse. Oh Mist. Also die glaube ich erwische ich nicht mehr. Dann gehen wir mal wieder zurück. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für euch so spannend ist, aber ich brauche diese Loot-Tasche, weil ohne geht's einfach nicht. Oh, hier hat's jede Menge. Hier hat's einen Arsch voll von den Viechern. Kann ich mich an euch anschleichen? Das wäre halt klasse. Ach, weißt was. What? So, waren da nicht zwei genug? Ja, da waren zwei genug. Sehr schön. Dann kann ich mir jetzt nämlich die erste Loot-Tasche bauen. Loot-Tasche. 60 Items. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt konnte. Pigskin. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das aber jetzt erstmal gut sein und... Campaign Mission. Wollen wir da jetzt schon eine Kampagnenmission raushauen? Wieso nicht? Ich würde sagen, die machen wir jetzt noch, oder? Ja, so eine haben wir jetzt noch raus. Sonst haben wir ja heute nur Tiere erlegt. Auch ein bisschen doof. Und dann gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal, was die Gute von uns will. Hieß sie Amala? Ich gehe davon aus, dass es eine sie ist. War das nicht die, die vorhin meinte, ja, was ist der Tourist hier? Wobei ich das sehr, die Entwicklung sehr cool finde, dass sie halt meinte, so, na, der kann nix, und ich halt dann gemeint habe, ja, der Turm soll irgendwie übernommen werden. Mach ich. Kein Problem. Dann checkt die Gute nämlich vielleicht auch mal, dass ich sehr, sehr brauchbar bin. Ja, das ist. Saval says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. Fu. I'm Amita. Amita. This is Badra. Badra. Hi. Hi. Keep walking. Look, I overreacted back then. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Fanon runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. Oh, super. I need you to keep the hides intact, so use this. Okay. Pick it up. Try again. Gerade von der Jagd gekommen. Schon geht's wieder jagen. Na gut. Bogen. Mit Kanaren. Das haben wir jetzt mitgenommen, oder? Gut. Dann machen wir uns direkt mal auf den Weg. War das so schlau? Ja, das passt. Habe ich den Bogen jetzt? Jawohl. Hunterbow. Perfekt. 10 Schuss. Die sollten reichen. Und ich hätte ein Auto nehmen sollen. Merke ich gerade. Wow. Das sind hässliche Glitches. Die müssten jetzt nicht sein, aber gut. Was soll denn das? Ich meine, ich hatte zwar vorhin schon mal kurzzeitig welche, aber das ist jetzt schon wieder fast übertrieben. Na gut. Mit Kanal. Erinnert mich irgendwie an Stargate Atlantis.
Oh, egal. Fuck. Ein Bild für Götter, oder? Mal ganz ehrlich. Hi. Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal farm. Guckt euch die Lady mal an. Hey Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Canaan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Canaan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Oh, wow. Oh, wow. Hey, lady. Was haben wir hier? My friend Mahabir. I know that it is a lot to ask of you to join with us in this fight, but after Pagan Min's betrayal, we need to take a stand. No longer will Kirat allow outsiders to dictate her future. I do not know what the gods intend for us now that Pagan has divided Kirat, but I know that resistance is our only option. My most heartfelt thanks to both yourself and Canaan for your continued support. Mohan Gale, August 1987. Jawohl, gutes Jahr, guter Jahrgang, würde mal sagen. Wurfmesser, das sind Pfeile, ne? Geh ich mal davon aus. Ja, die Lady, ich mag die Lady jetzt schon. Sweatpants, Bier trinkend und Waffenbunker. Perfekt. Das ist meine Art von Frau. Vielleicht ein bisschen alt für mich. Okay, mach ich zu langsam. Jetzt ist halt die Frage. Ah ja. Moment. Oh ne, okay. Das war noch nichts. Kann ich noch nichts craften? Das Tierchen da? Aber doch nicht auf die Entfernung. Also, ich kann's probieren, aber. Mit so einem Bogen. Ah, okay. Das könnte tatsächlich funktionieren, wenn ich wirklich nur. Mist. Wenn ich nur so einen Käfig treffen muss. Nee. Wow. Ich hab gar. Na gut, ich hab noch 8 Pfeile, ne? Aber. Treffe ich doch nicht, oder? Da gehe ich näher ran. Weil so viele Pfeile habe ich wirklich nicht. Der hat gesessen. Der hat auch gesessen, glaube ich. Okay. Was haben wir hier alles? Wölfe? Ich sollte eigentlich nicht, während hier gefährliche Biester rumlaufen, okay. Hier anfangen, Dinge zu häuten. Ich glaube, das kann ganz schnell ganz tödlich für mich enden. Ja, ich merke schon, es wird keine kurze Folge. Aber ich will jetzt zumindest die Missionen hier noch fertig machen. Oh. Lol. Okay, war's das? Ja, das war's. Plastikelefant, da ist nichts mehr übrig.
Ja, wir haben schon 150.000 Kirati, wenn ich das richtig gesehen habe. Gott. Und ich nenne es übrigens immer noch Kirati, also. Wahrscheinlich stimmt das nicht, aber. Ist mir egal. Jawohl, ja. Na? Darf ich nicht irgendwie Wolfs heute für irgendwas? Kann doch gar nicht sein. Ah, doch, Crafting. Was kann ich denn craften? Schönes Weaponholster. Oh yeah. Oh. Oh ja. Oh mein Gott. Wir können mehrere Waffen mitnehmen. Jackpot. Das heißt, es wird jetzt immer ein Bogen. Was kann ich denn jetzt? Cool. Eine Nebenwaffe, eine normale Waffe und... Also eine Nebenwaffe, zwei normale Waffen, aber eins wird der Bogen sein. Diese Dinge gefahren mir überhaupt nicht so. Diese flackernden, verschwindenden Blätter. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal zur biertrinkenden Lady und geben das Ganze ab. Sewing Kit, Nähzeug. Ach ja, das kommt noch nicht. Hey. Badra, how are you? Badra. Good. I, brought you these pelts. I thought maybe you could use them. Hmm. These are good, Ajay. But you keep them. She has enough for her Tanka paintings. Thank you. I'm sorry, Tanka what? This one is about the life of a guru. Cool. This one is about the demon Yalu. Wow. This one is about the goddess Kira. Yalong Masku. And that one is about Badra, the next Tarun Matara. What? The Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. Okay. It's no life for a child, being treated as an object, thing. Das stimmt wohl. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Habe ich schon. Hab mir schon ein paar Sachen gecraftet. Danke, trotzdem. Jawoll, haben wir mal wieder eine Story-Mission gemacht und... Ajay, while you have time, go see Longinus. He's a friend to the Golden Path and he'll be grateful you helped us. Longinus, you said? Yes. He's a weapon-stealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, he's the man you should see. I'll update your map. Okay, Longinus, vielleicht gucken wir uns das nächste Folge an. Wahrscheinlich machen wir erst ein paar Nebenaufträge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Tschüss.